Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, moin, moin. und herzlich willkommen hier auf Hunter und Friends. Und es ist wieder Zeit für ein Preview-Projekt, aber natürlich etwas ganz Spezielles, was ihr sicherlich auch schon am Thumbnail sehen konntet. Es geht nämlich heute hier, und wir können sagen, in dieser kleinen Videoreihe um Earthborn Rangers. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und haben uns natürlich auch einen versierten Gast eingeladen, mit dem wir zusammen in dieser Videoreihe unterschiedliche Themenbereiche besprechen werden. Also, wir werden euch Sachen zeigen wie: Was sind die grundlegenden Regeln? Wir werden mal etwas anspielen. Wir werden aber auch sicherlich allgemein über das ein oder andere sprechen. Ja, wie sieht das Ganze denn im Kickstarter aus? Was ist es überhaupt für ein Spiel? Für wen ist das gedacht? Wie wird das umgesetzt? Und. Also schaut da einfach mal in all diese unterschiedlichen Videos rein. Und falls das jetzt vielleicht hier das erste Video für euch ist, möchten wir natürlich auch gleich die Gelegenheit nutzen, dass sich Ben, der jetzt hier zu uns geschaltet ist von Frosted Games, die sind ja für die deutsche Lokalisierung zuständig, sich mal vorstellen kann und euch auch gleich schon mal kurz einen Eindruck geben kann, wirklich aber nur ganz kurz, um was handelt es sich denn eigentlich bei Earthbound Rangers, und dann geht es sozusagen mit dem videospezifischen Content weiter. Das klingt doch ja gut. Hallo Ben, wie geht's dir? Hey, das ist perfekte Einladung, da kann ich tatsächlich sagen, hi, ich bin's, der Ben, wie praktisch. Ja, sehr schön. Das ist ich bin meines Zeichens der Redaktionsleiter von Frosted Games, und ich stelle euch heute Earthbound Rangers vor. Earthbound Rangers ist ein mitwachsendes Kartenspiel, bei dem ihr einen Ranger spielt. Das ist sozusagen ein Wächter eines, sehr verwunschenen Tales. Und dieses Tal müssen wir beschützen. Wir müssen uns um das Tal kümmern und müssen gucken, was die Geschichte, die wir in diesem Spiel erleben können, alles für uns so im Petto hat. Und im jetzigen Video beginnen wir also mit dem Playthrough, mit dem ersten. Wir schauen mal, wie weit wir kommen, einfach zeitlich beginnen. Vielleicht schaffen wir diese Mission auch. Ansonsten ist natürlich wichtig, dass ihr einfach jetzt mal so ein bisschen Spielgefühl entwickeln könnt, seht, wie die einzelnen Aktionen denn wirklich abgehandelt werden mit den Karteneffekten. Falls ihr den generellen Überblick noch nicht geschaut habt, könnt ihr natürlich auch zu diesem Video einfach nochmal hinspringen. Ist hier auch nochmal verlinkt. Und ansonsten, Ben, ich glaube, du startest jetzt erstmal noch so ein bisschen mit so einer einstimmenden Geschichte, oder? Vorgeschichte. Genau, also wir immer wenn man an einem neuen Ort ankommt, und wir beginnen ja diese Partie, indem wir quasi gerade eben bei White Sky angekommen sind, dann müssen wir hier lesen, den Eintrag 200 ist das, damit ihr so ein Gefühl bekommt, wo wir gerade angekommen sind. Sind wir da oben rechts, genau. Dieses genau, Buch-Icon und 200. Ich habe hier mal eine deutsche Übersetzung, aber ich möchte wichtig darauf hinweisen, das ist eine schnell geschriebene Übersetzung. Das ist alles nicht noch die finale Übersetzung. Und alles kann sich verändern. Genau, ich lese mal vor. Von eurem Aussichtspunkt aus könnt ihr einen Großteil des südlichen Ufers des White Sky Lakes sehen, von den schäumenden Stromschnellen an der Spitze des Silverfin-Flusses bis hin zu einer Mischung aus felsigen Vorsprüngen und mit Kieselsteinen übersäten Stränden, die sich langsam in Richtung des gegenüberliegenden Ufers winden. Im tieferen Wasser seht ihr White Sky. Die gesamte Gemeinde lebt auf einem einzigen Gebäude, das wie ein Strohhut aussieht, der auf einem massiven Pfahl balanciert wird. Dieser Hut ist eine breite, kegelförmige Konstruktion aus Strohschichten, aus denen Solarzellen auf Stielen herausragen. Darunter ragen in verschiedenen Höhen Plattformen mit Häusern aus einer Mischung aus Schilf- und Treibholzbrettern aus der Stange heraus. Eine Wendeltreppe, die sich von den Docks auf Wasserhöhe erhebt, windet sich um den Pfahl herum und verbindet die Plattformen miteinander. Du siehst mehrere Boote von den Docks von White Sky kommen und gehen, eine Mischung aus kleinen Dolbark-Kanus und größeren Saatgutschiffen. Du glaubst auch, auf der Wasserfläche etwas zu erkennen, das etwas heller und grüner als der Rest des Sees zu sein scheint. Das ist wahrscheinlich die Bubble. Was das ist. Schauen wir mal. Was auch immer die Bubble ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Genau. Das ist unser Setting. So, okay. Eine neue Runde beginnt immer damit, dass wir neue Pfadkarten ziehen. Und zwar beginnend beim Lead Ranger. Ziehe ich hier die oberste Pfadkarte, schaue sie mir an und gucke, was passiert. Wunderbar. Ich bekomme hier dieses schöne kleine süße Raubtier, noch mit dieser sehr lustigen Illustration. Sehr gut, ja. Ein Romping Lutinal. Das sagt immer hier anhand dieses Pfeiles, wo es hinkommt. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, heißt es, das muss ich zu mir within reach legen. Wenn jetzt der Pfeil nach oben gezeigt hätte, dann wäre das nur in Anführungsstrichen along the way gewesen.
Das ist also jetzt erstmal meins, mehr passiert nicht. Das heißt, jetzt musst du eine Karte ziehen, ebenfalls vom Pfaddeck und gucken, was das du da passiert hast. Nicht mehr, aber das ist doch ein... Eine genügt, du brauchst nicht alle ziehen, mach schnell. Ah, ja, ja. Das ist mal ein bisschen schwieriger. Aber Ben, du hattest doch jetzt so ein Spezialwesen gezogen, was da mit dem Cape irgendwie interagiert. Genau. Das ist uns schon erklärt. Das sind diese Lutronals, die gleich mit unserem Kelp interagieren. Genau. Du hast einen Tributary Stream gezogen. Das ist ein Feature. Das ist quasi ein Zufluss, heißt das. Mhm. Das ist Wasser. Das ist ein Obstacle. Steht hier drauf. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns. Das bedeutet nämlich, solange ein Obstacle ausliegt, dürften wir jetzt nicht reisen. Unter anderem und wir also ein dürfen nicht im Weg mit White Sky interagieren. Wir sind quasi, das hindert uns momentan quasi. Wir müssen erst über diesen Zufluss drüber. Ich bin gleich wieder ins Wasser gestolpert, ja? Während du ganz dich genau mit der mit den netten Tieren wieder befreundet hast, gefühlt. Nein. So genau, es. Aber das ist ein Feature, das ist für uns sehr gut. Das bedeutet nämlich, da kommen wieder gemäß unserer Mission zwei Marker drauf, die wir jetzt gucken müssen, dass wir sie runterbekommen. Und vielleicht für diejenigen, ja, die ja quasi noch nicht unser grundlegendes Anfangsvideo gesehen haben, sondern jetzt erst zugeschaltet sind, was ist denn eigentlich unsere Hauptmission? Genau, unsere Hauptmission ist, nach dem netten Mädchen Quizzy Bose zu suchen. Und dafür müssen wir finden, wo sie sich eben aufgehalten hat. Das heißt, immer wenn wir irgendwann einen Ort finden, dann kommen da so zwei Marker drauf. Und wenn wir es schaffen, diesen Ort quasi loszuwerden, also vollständig erkundet zu haben, kommen die Marker, die da drauf sind, auf unsere Karte. Und wenn da 8 Stück drauf liegen, dann haben wir sie entdeckt. Okay. Genau. Es gibt jetzt, übrigens können wir gleich schon mal sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie du hier mit diesem Tributary Stream umgehen kannst. Es gibt sogar theoretisch noch eine, es gäbe eine dritte, aber er ist ein bisschen besonders. Hier ist links oben ein Symbol drauf. Das heißt Ranger Token drauf platzieren. Das heißt, während jetzt hier beim Fresh Blue Kelpweed links oben das Symbol drauf ist, dass wir einfach nur Fortschritt drauf machen müssen, bedeutet es hier, dass wir sozusagen selbst anwesend sein müssen, um da drüber zu gehen. Dafür hat jeder von uns so ein Ranger Token. Das ist natürlich jetzt hier nur so ein Pöppel, ja. Das ist natürlich Prototyp. Und wir müssen also versuchen, irgendwie diesen Pöppel da drauf zu bekommen. Da haben wir direkt zwei Möglichkeiten, die auf der Karte drauf sind. Wir können hier sagen, wir soak your feet in the refreshing water. Das heißt, wir können einfach ein bisschen unsere Füßchen drin baumeln lassen. Das wäre ganz praktisch. Woran sehe ich, dass das ein Ranger-Token ist? An diesem Blütensymbol hier. Genau, okay. Das links oben heißt, das ist dieses Blütensymbol. Oder was ist so ein heißt, Windrädchen? Fortschritt habe ich da wegen der Zahl irgendwie nicht so ganz erkannt, was es sein soll. Und da können wir uns einfach so ein bisschen heilen. Oder wir können sagen, wir follow the stream to move your Ranger Token to this feature und könnten damit auch gleichzeitig einen Fortschritt auf unser Current Landscape legen. Das heißt also, nachdem wir das, die untere Aktion machen, dürften wir sozusagen auch einen Fortschritt für die Erkundung der Region White Sky machen. Das ist nicht so schlecht. Nee, das ist nicht so schlecht, weil wir dann eventuell ja sagen können, alles klar, wir reisen mal weiter, hier ist Quizzy nicht. Genau, das sind jetzt unsere Möglichkeiten. Jetzt beginnt die Runde und der Lead Ranger muss seine erste Aktion machen. Das bin mal ich. Ich habe nur das Problem, dass mein Romping Lutronal hier vor mir liegt. Das heißt, wenn ich irgendwas machen möchte, was jetzt weiter weg von mir ist, nicht within reach von mir, sondern eben zum Beispiel along the way oder White Sky, dann stört mich dieses Tierchen leider und würde mich immer weiter fatigen. Das heißt, würde mir immer wieder quasi sozusagen Schaden zufügen. Du musst das halt immer umgehen, einen. In dem Fall. Das ist das, was oben du rechts, siehst. Genau, sehen wir dieses Symbol. Wenn ich also quasi drüber greife, dann würde es mir schaden. Also, ich kann es mal verhindern, indem ich es exhauste, indem ich also diese Karte tappen kann irgendwie, dann tut das Ganze nichts mehr. Und die perfekte Möglichkeit, um das zu tun, ist, dass ich jetzt eine Aktion mache, nämlich meine Universal Action Observe. Da steht hier drauf, observe the behavior of those around you to exhaust one being. Das ist super. Das mache ich. Dafür brauche ich so viele Erfolge wie dieser Wert oben an. Das heißt, ich brauche einen einzigen Erfolg, um meinen Romping Lutronal zu exhausten. Also mache ich die Aktion hier und das ist ein Awareness-Test. Das heißt, ich muss mindestens ein grünes Awareness-Token dafür ausgeben, sonst darf ich das gar nicht erst machen. Mhm. Und jetzt darf ich
zusätzlich Karten von meiner Hand abwerfen, die dieses Symbol drauf haben. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Yin und Yang. Ihr seht es da unten, ne? Diese zwei ineinander swirligen. Es gibt, wir wissen ja mittlerweile, es gibt bis zu -2 auf so Karten. Das heißt, wenn ich jetzt 1 mache, ist das schon so ein bisschen tricky. Ich könnte natürlich jetzt diese Karte noch mit abwerfen, die würde mir 2 Symbole geben für insgesamt 3, aber das fühlt sich so ein bisschen nach Overkill an. Ja, also du willst, wird gar nicht berücksichtigt von dir. Du lenkst es richtig gut ab, würde ich sagen. Du lenkst es so gut ab, dass du selber auch abgelenkt bist. Du weißt wenn du es nicht Overkill machst, dann geht's schief. Das ist schon immer so gewesen. Das ist immer so, aber ich bin jetzt mal mutig. Ich bin jetzt mal mutig und mache diesen Test. Ich ziehe eine Challenge-Karte und guck mal, was passiert. 0, hervorragend. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ja. So, das heißt, ich habe es also geschafft. Ich darf das also jetzt hier gleich tappen. Jetzt habe ich aber, jetzt reagiert die Welt auf mich und wir haben ein blaues Symbol. Wir müssen von oben beginnen. Die erste Sache, die wir gucken müssen, ist das Wetter. Ja? Weil wir haben ja dieses Seaweed da oben, das rechte oben, wo ja drin steht, dass dieses Loot-Schwindel. Du hast recht, Loot-Schwindels haben Ambush. Du hast vollkommen recht. Als es kam, musste ich direkt einen Vertick nehmen. Vollkommen richtig. Die haben sich also, oder dieses Tier hat sich in diesem Seegras versteckt. Und hat sich gleich erstmal angegnagt. Ganz genau, so ist es. Ja, so ist es halt, wenn du den Biber stellst. So ist es hier auch immer in diesen kooperativen Spielen. Piet, ich hätte ja gesagt, das hat er nur so ein bisschen geraschelt im Seegras gefühlt. Auch unter Wasser rascheln ist auch gut. Aber nee, Piet hat natürlich recht, vollkommen. Wir wollen uns natürlich. Und woran erkenne ich die Höhe dieses Wertes? Das ist alles, was rechts oben auf der Karte steht. Da? Genau. Mhm. Also das ist ein gut, also trotzdem Regen. So, jetzt. Hier steht, wir sollen ein Raid. Alles gut. Nee, das war sehr gut. Wenn man sowas nicht physisch vor sich hat, vergisst man sowas gerne mal. Wir müssen eins runtergehen. Ein Rain-Token geht weg. Jetzt steht hier, each Ranger suffers one Fatigue. Das heißt, wir beide müssen jetzt nochmal ein Fatigue. Der Regen zieht in die Knochen und einfach Gebeine. Dann, und das ist viel ekliger, müssen wir unsere Mission, die hat das auch drauf, hier steht, the trail grows cold, remove one token from a feature. Das ist natürlich eher nicht so schön. Also irgendwie war die, Mann, ey, wirklich. Ja, das ist jetzt nur uns entscheiden, von wo, ich würde mal sagen, war man hier, das ist schwierig. Ich würde es mal vom Fresh Blue Kelpweed 1 runternehmen. Macht doch einfach. Gut. Und dann müsste ich jetzt auch gucken, dass mein Romping Lutschnell macht, aber weil es exhausted hat, kann es nichts tun. Das war also jetzt ganz gut. Und dann wird die Karte abgelegt. Das war meine Aktion. Das war deine Aktion. Gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit, dass du jetzt nochmal dran wärst oder ist der Wechsel eigentlich immer ganz klar? Das gibt, theoretisch dürfte ich nochmal, wenn es jetzt wirklich wichtig wäre, könnte ich meine Rollenkarte exhausten. Ohne den Effekt zu nutzen, der normalerweise drauf ist, um direkt noch Einzug zu machen. Okay, damit, ihr seht hier unten den Effekt, den seine Karte sozusagen hat, diesen Exhaust-Effekt, darunter ist ein bisschen Flavortext und okay, dann setzt man quasi entweder seine persönliche Fähigkeit ein oder ist halt nochmal dran. Gut, dann sind wir dran. Wir haben, Piet und ich hier zusammen, natürlich jetzt hier am Rechner, haben auch schon mal 6 Karten aufgezogen. Wir können die auch nochmal hier so ein bisschen mal kurz durchblenden, ne? Einfach klar von den Farben her. Wir haben jetzt keine gelbe Karte gezogen, nur blaue, grüne und eine rote. Und Peter hat schon gesagt, einiges an Gier auf jeden Fall. Und, ja, nur bis jetzt. Also, ja, oder was mit Gegenständen interagiert. Ja. Und sowas könnte man natürlich auch machen. Hier ist schon ein bisschen mehr Artwork auch zu sehen. Man kann natürlich auch schon mal was in seine eigene Auslage spielen, was um sich aufzurüsten. Du meinst das hier, die Trail Markers. Attached to any one trail, when one more... wenn so ein Erfolgsmarker hinzugefügt wird, dann würden wir weiter dann gibt es noch einen zweiten. Okay, da können wir also dass Erfolgsmarker hinzugefügt werden, etwas beschleunigen. Ist das denn für uns, wir müssen Weiß ich nicht, aber ich würde erstmal eine Aktion vielleicht machen auf diesen... auf unseren Feature Stream auch. Hier. Ja, vielleicht auch auf dem rechten, weil da nur noch einer drauf liegt. Ah, du meinst hier auf unser Seegras. Wir können natürlich ein bisschen Seegras ernten. Das bringt uns jetzt insofern noch nicht ganz so viel, weil wir dieses Heilen noch nicht... Ja, aber ich glaube, es könnte eventuell nicht schaden, weil es gibt ja... Also
Weil wir den Marker sozusagen auf unserer Haut ziehen. Vor allem, der Ambush-Effekt ist ja doch eher ein bisschen eklig. Ja, ne? Ja, das ist natürlich so ein Thema. Wissen wir jetzt auch nicht so richtig, wie viele von diesen Lutrinets, von diesen kleinen Viechern hier so rumwieseln. Ja, genau. Und da hast du natürlich nicht ganz Unrecht. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen Seegras zu ernten und würden also die Aktion mit Blau hier Fokus nehmen. Und wir müssen einen Erfolgswert von 2 erreichen. Das heißt, wir geben also jetzt erstmal, habe ich hier nur einen Token? Ja, wir geben jetzt erstmal einen Token aus. Und ich gucke nochmal auf unserer Handkarte. Wir sollen ja dieses Dreieck, können wir sozusagen adden. Wir haben so ein paar Dreieckskarten auf jeden Fall, wa? Favorite Gear hat ein Dreieck drauf. Hier haben wir so ein Herz und ein Dreieck ist vielleicht noch nicht so. Wo haben wir denn nur noch? Und ich vergesse, ihr braucht 2 Erfolge. Ja, wir brauchen 2 Erfolge. Das heißt, kann ich auch mehr als einen Token ausgeben? Ja, selbstverständlich. Mhm. Okay. Tja, ist ein bisschen die Token. Da ich die Karte nicht lese, nimm nur einfach die 2. von links, weil du da immer so rüber fliegst. Pocket Belt Pouch. Da können wir sozusagen mehr Equipments ausspielen. Die haben sonst auch ein Limit. Ja, genau. Man sieht ja rechts oben auf den Karten, ich will es nochmal zeigen, das ist lustig, sieht man so Punkte angedeutet. Mhm. Das heißt, 1 von 5 hat hier dieser Gürtel. Trägt sich allerdings selber, weil wir einen dazu bekommen und dann können wir natürlich noch irgendwas aus dem Deck suchen. Wir dürfen halt maximal 5 Punkte mit uns rumtragen. Das ist also unser Kapazitätslimit, was wir mit uns rumtragen haben. Genau. Ich meinte halt jetzt einfach nur die Favorite Gear Karte, dass du die nochmal dazu spielst. Weil die hat schon mal ein Symbol. Zack. Dann sind wir schon bei 2 Erfolgen. Dann wären wir jetzt bei 2. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch eine Karte nehmen? Wobei Karten natürlich auch Effekte und irgendwie auch Leben ist, weil wir ja nur unser Deck haben von 30 Karten. Und natürlich auch noch so ein Thema hier jetzt fürs Spielen, warum wir vielleicht auch ein bisschen langsam und überlegen. Ein Hauptaspekt bei diesen ja weiterentwickelnden Kartenspielen ist natürlich, und auch hier, dass man sein Deck vorher zusammenbaut, seinen Ranger da kreiert. Das haben wir jetzt im Vorfeld natürlich nicht gemacht. Also A, wissen wir gar nicht, was in unserem Deck jetzt gerade drin ist. Das wisst ihr natürlich, wenn ihr es denn spielt, schon mal ein bisschen mehr, genau, weil ihr es euch zusammengestellt. Oder ich denke, auch hier gibt es ja eine Empfehlung für die, die jetzt beim Deckbau noch nicht ganz so einsteigen wollen und können. Richtig. Am Anfang. Aber da weiß man trotzdem schon so ein bisschen, wie sein Deck zusammengebaut ist oder sollte sich das mal angucken. Und diese Energie, die wir hier haben, die wird natürlich dann auch immer wieder refreshed. Von daher würde ich ja fast sagen, lass uns doch nochmal einen zweiten Token nehmen. Dann sind wir bei 3, macht oder? Das. Und dann gucken, dann können wir halt eine Aktion weniger. Dann gucken wir mal, wie meinst du eine Aktion weniger? Na, wir haben jetzt ja einen Token weniger, also können wir eine Aktion weniger machen. Ja, das ist das schon, genau. Ja, also, naja. Aber du wolltest das machen, jetzt hier eine Challenge-Karte oben, bisschen länger nachdenken. Zack, und dann gucken wir mal, was wir hier geklickt. Wir können mal hier runterziehen. Da sind wir sogar bei -1 im Fokusbereich. Also, es hat sich also gelohnt, was du getan hast. Also ob es nur eine Karte oder Token war, sei dahingestellt an der Stelle, aber wir mussten auf 3 schon mal kommen. Und jetzt haben wir sozusagen diesen Wert hier erreicht mit 2. Das heißt also, du darfst da einen Marker auf dieses Feature drauflegen, einen Progress, ich mache das mal hier. Einen Progress-Token. Und jetzt dürftest du quasi eine Injury heilen, gibt es nicht, passiert nicht und wir haben auch keinen Schaden auf Beings. Das war also jetzt einfach in Anführungsstrichen, um da Fortschritt drauf zu machen. Ist aber ja nicht verkehrt. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, weil das ist leider wieder ein blauer Effekt. Das heißt, es kennen wir schon wieder ein bisschen. Ja, es geht weiter und wir werden dann natürlich auch wieder ein bisschen erschöpft an der Stelle. Ja, genau. Dauerregen. Wir müssen auch einen weiteren Trail-Token wieder entfernen. Das ist jetzt eklig. Das sollten wir jetzt vielleicht nicht von der machen, wenn wir schon jetzt zumindest angefangen haben, hier die Karte raus. Da muss man aber Tributary-Stream dran glauben. Das ist natürlich echt eklig. Aber mehr... Aber so ist das in der Natur. Das kann man nicht ab und zu wieder so... Ja, das ist leider so. Vom Schwierigkeitsgrad ist das übrigens, also wer jetzt das Arkham Horror LCG kennt oder wer jetzt Marvel Champions kennt, eher an Marvel Champions als an Arkham Horror. Also das Spiel schlägt einen nicht in Grund und Boden. Aber es ist auch jetzt kein Spaziergang. Das kommt aber, muss ich festhalten, bei Marvel Champions auch ein bisschen immer auf die Konstellation an Helden und sozusagen Scherge, Schurke, wie auch immer. Also da habe ich auch schon genug in die Fresse bekommen. Aber ich sag mal so, das ist ja das Schöne an so einem Szenario, dass man sich darauf einstellen kann und dann halt auch, wie auch hier wahrscheinlich, dann das Ranger-Deck darauf anpasst. Genau. So,
Dann bin ich wieder dran. Ich spiele mal ganz wichtig. Ich spiele mal meinen All-in Hiking Stave aus. Das ist quasi so ein bisschen ein Spaziergang-Tool. Und du darfst deine Charakterkarte sozusagen wieder bereit machen, weil das hatten wir nur als Beispiel, hattest ja, du die exhaustet. Genau, genau. Das ist quasi. So, da kriege ich jetzt, drei sogenannte Strides drauf. Das ist quasi, das ist so ein bisschen thematisch, dass da steht, was das ist. Also ein schöner langer Spaziergang. Mhm. Und ich kann immer einen davon ausgeben, um die Aktion hier zu machen. Also entweder kann ich die Karte exhausten, um einfach den einen Fortschritt auf einen Trail zu machen. Das ist, wenn jetzt eine Karte hier angibt, Trail. Hier steht zum Beispiel, Feature Water Obstacle ist jetzt kein Trail, Feature Flora Water ist kein Trail. Aber White Sky steht Landscape Water Structure Trail. Dürfte ich also einen Fortschritt einfach nur durch Exhausten drauf machen. Viel spannender ist aber, dass ich hier einen Fitness-Test machen kann, um damit jemanden zu klöppeln. Strike, ja, sehr gut. Genau. Ist also Gandalf jetzt gerade hier. Ich bin jetzt Gandalf und kann einen mit dem Stock so Böff machen und darf einen Schaden machen. Schaden austeilen ist tatsächlich sehr selten in dem Spiel, weil wir sind ja Ranger, wir wollen uns ja um die Tiere kümmern und nicht die Tiere alle abmurksen. Dennoch gibt es natürlich die Möglichkeit, uns zu wehren. Wäre vielleicht eine schöne Möglichkeit, eventuell um das Romping Lutrinal so. Du willst es doch nicht etwa schlagen. Ja, aber immerhin würden das ja dann vielleicht essen und uns eine Fellmütze machen, vielleicht. Dass wir es wenigstens genau, das ausgenutzt ist eine haben. Option. Ja, aber das war meine Aktion. Gerade beim Thema Schaden, ich habe hier dieses Rumping Lutrin noch mal kurz aufgemacht. Wir hatten ja oben rechts diesen Wert, den es sozusagen auch an Fatigue einem gibt, wenn man zum Beispiel weiter darüber hinaus agieren möchte. Und oben links ist sozusagen die rote Ecke mit der 2. Ist das der Wert, den es an Schaden aushält oder den man genau machen kann? Genau, das sind die Lebenspunkte. Wenn ich da 2 okay Schaden drauf mache, ist es weg. Dann ist es weg. Generell, das kann man sich machen, alles, was links oben steht, ist immer eine Möglichkeit, eine Karte zu entfernen. Deswegen steht auch das auf diesen Karten immer links oben. Das ist, was man macht, um es zu entfernen. Was man macht, um es zu entfernen. Das heißt, um die Karte aus meiner Hand zu entfernen und sie auszuspielen, muss ich das links oben zahlen. Genau. Alles klar. Gut. Ja, die Frage ist, ob wir jetzt natürlich nochmal versuchen, hier so einen Marker raufzuholen, bevor es weggeht. Dieses, ja, doof wäre auch, das vermutlich nicht. Also du kannst ja jetzt so einen Marker legen durch deinen Stab. Könntest du ja sozusagen... Nee, da dürfte ich... Ah, ja. Nee, nur oben, nur auf kein den Trail ist. Genau, wir hatten das ja noch, nur auf den Trail. Ja. Dann würden wir einfach nochmal... Haben wir einen Gegenstand da sowas? Wir können noch mal kurz gucken, was wir hier noch mal haben. Unser Feldjournal, unser Tagebuch. Reset if you have at least one awareness energy at one end. Oh, das sollten wir auch spielen. Dann kriegen wir eine Energie mehr an Awareness. Das können wir natürlich machen. Was haben wir denn hier noch? When you equip this gear, choose an aspect. You may place a spare energy token here as a reminder. You can use Zips if it's your energy token. Ah, okay, wir haben quasi so eine... Achso, du legst halt einen Aspekt drauf und machst dafür Aktionspunkte. Quasi so eine Flasche das trinken ist ja oder genau sowas. Ist auch ganz gut, wenn wir noch einen blauen haben eigentlich. Dann hatten wir hier noch unser Pocket Belt Pouch, ne, die hier sozusagen unsere Equipment ein bisschen auf... Ja, das ist halt so ein Multitool-Gürtel. Damit kannst du halt bestimmte Gegenstände aus deinem Deck suchen, was ja bei so einem Tinkerer wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Ja. Wenn man das Deck vor allen Dingen kennt. Ja, dann natürlich unseren Trailmarkers, was wir ja auch schon mal hatten. Wir können so einen Ort markieren und wenn diese Marker dann raufkommen, gibt es sozusagen noch einen zusätzlichen Marker, was vielleicht auch gar nicht so uncool ist. Ja, genau. Wenn wir jetzt vielleicht irgendwie sagen, wir wollen hier wirklich irgendwie viel Marker White Sky irgendwie mal kriegen, kann man das natürlich damit, könnte man es damit beschleunigen. Und dann haben wir hier noch unseren Carbon-Forged Cable. Ja, carbon-geschmiedetes Kabel. Das müsste man allerdings jetzt an so einen Predator or Prey anhängen. Die Sachen, die bei dir within Reach sind, können wir auch mit denen agieren eigentlich, Ben? Ja. Ja, okay. Willst du den an die Leine nehmen? Ja, man kann den an die Leine nehmen, genau. Wir haben dann 3 Leinen-Token und wir können use one length to exhaust the attached being. Ah, das wäre super. Dann spare ich mir meinen Awareness-Test.
Move the attached being. Und wir können das dann auch wahrscheinlich heranziehen oder irgendwo hinziehen. Ja, das ist, ja genau. Hm. Lead the animal away to move the attached being. Ja, also wir könnten, wollen wir einfach mal was an die Leine legen? Da geht es ja auch ein bisschen darum, um mal zu zeigen, aber die Welt interagiert dann auch, wenn wir so ein Kabel ausspielen oder nur, wenn wir eine Aktion auf irgendeine Sache machen? Dafür müsste ich die Karte sehen, um diese Frage zu beantworten. Ja, wir legen die jetzt mal hier kurz hin. Genau, nee, da ist, also ja, wenn das ist ein Test. Insofern müsstest du eine Karte ziehen, wenn du das untere magst. Wenn wir dieses Animal Moven, aber für das andere, das Exhausten, passiert genau. Du kannst einfach nur die Karte tappen und dann quasi bis zu dreimal, weil du ja eine Length des Kabels hast. Wenn ich das ausspiele, ziehe ich keine Challenge. Hatte ich nur diesen einen Token. Das heißt, wir würden die ausspielen, würden die Karte hier rüberlegen zu dir? Nee. Oder? Weil das attached ist. Achso, normalerweise würde ich sagen, ja, du kannst es bei mir machen, aber hier steht ausdrücklich drauf, attached to a predator or prey within reach und nur... Ah, within reach ist denn nur wirklich unsere within reach und nicht deine within reach. Dann nehmen wir wieder auf die Hand. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier Kelp sammeln. Dann gehen wir nochmal Kelp sammeln. Wir haben ja noch einen blauen Token, also den einen geben wir mal aus. Wir machen also hier wieder, hier oben die Aktion, den Gather-Test. Und jetzt, suchen wir ja wieder das Dreiecksymbol. Also wir haben hier entweder unser Field Journal. Was heißt denn Rest? Rest ist, wenn du passt quasi, dann magst du alle deine Rest-Aktionen. Alles klar. Dann würde in dem Fall... Würden wir das wäre schon ganz nett, aber... Dann lass doch mal diesen Pocket-Pouch hier nehmen, oder? Weil wir einfach auch gar nicht die... Ja, wissen, was in dem Deck ist. Wir wissen jetzt gerade nicht, was im Deck ist. Jetzt so ein bisschen tricky. Wir haben jetzt eine blaue -1. Karl Ben, du hast so ein bisschen gesagt, du hast vielleicht so einen kleinen Überblick, wie so ein bisschen die Verteilung ist. Gibt es viele -1 blaue Sachen, oder? Mindestens noch, was weiß ich jetzt hier gerade, 6 müsste es, glaube ich, geben. 6 von 22. Dann leg doch noch die Trailmarkers auf, also den rechten davon. Der das so ein bisschen beschleunigt. Ja, aber das ist natürlich wieder, wie bei so oft bei diesen Spielen, natürlich auch bei Arkham Horror, dieses so abschätzen, wie viel Risiko gehe ich ein, oder auch bei Marvel Champions natürlich im bestimmten Bereich. Die Karte doch mal ausspielen. Also wir gehen wieder auf mehr oder weniger auf Nummer sicher, weil -1 ist, glaube ich, der Wenn wir wetten, ob -2 ist? Ja, das wäre mal, gucken wir mal. Das heißt, wir ziehen jetzt hier nochmal eine Karte, gehen hier auch nochmal ganz kurz rein, flippen die. Und da ist die +1. Ja, natürlich. Ja, das heißt, ein Token hätte gereicht. Naja, gut. Das heißt, diese Karten hier, die können wir jetzt wieder ablegen. Genau. Unsere und dann gucken wir mal die ganzen roten Effekte an. Wir haben erste Sache +1, das heißt, der Test war erfolgreich. Dann haben wir aber ein rotes Change-Symbol. Zuerst mal machen, weil der Test erfolgreich war, haben wir also hier einen weiteren Progress drauf gemacht. Dadurch sind natürlich 2 drauf. Das heißt also, wir können diese Karte clearen. Bekommen dadurch das drauf. Achso, ich habe das jetzt schon oben hingelegt. Also das war das, was ich hier hingelegt habe vor dem Cut. Und dann geht diese Karte weg und auf den Ablagestapel. So. Ups. So. Jetzt haben wir hier bei unserem Ziel, wo wir 8 von diesen Markern rauf machen müssen, schon einen hingekriegt. Genau. Also wir haben so eine leichte Ahnung. Was wir allerdings noch machen müssen, ist das hier, dass the urgency of the task weighs on you. Du kriegst tatsächlich einen Fatigue. Genau, wir müssen jetzt nämlich von der Challenge-Karte alle roten Effekte abarbeiten und Karten, die nicht... Ja, wir sind im Gedanken bei den Mädchen, das macht uns ein bisschen fertig. Ja? Und wir haben immerhin schon 4, wir haben schon Fatigue von 4 Karten. Warum auch immer. Naja, weil wir hier diese ganzen Sachen immer... Wegen dem Regen und so. Ja, wegen dem Regen, die gedanklich macht uns das fertig. Immerhin ist ja dein Lutrinel hier exhausted. Aber der wurde eh nicht triggern, weil er nicht bei uns ist. Genau. Ah, okay. Genau. Na, da haben wir Glück gehabt. Okay. Ich spiele mal für meine Aktion einen Trail-Mix aus. Gibt nichts Besseres, dass er mal so ein bisschen was zu essen hat, ne? Das erinnert mich an so einen Nussmix irgendwie. Ja? Studentenfutter. Die heißen auch so. Also Studentenfutter heißt auf Englisch Trail-Mix. Alles klar, siehst du. Wieder was gelernt und Unwissenheit bewiesen, also ist es. Da seht ihr natürlich, das ist noch nicht final Artwork, das ist nur Hintergrundgrafik, da werden keine Gebirge und Bäume gegessen. Vielleicht weil es der Trail ist. Zumindest würde ich kann es ja, vollkommen. So ist das.
Gut, du hast jetzt also hier so ein bisschen, was hast du gesagt, 2 Moral-Token bekommen. Hm. Diese, das sind Morsels, das ist quasi ein bisschen was zu essen. Da kann ich die Karte, ich kann die Karte exhausten, eins davon ausgeben. Ich kann quasi jemandem sagen, iss mal was. Damit du ein Fatigue suchst, oder könnte auch ich sein, für jedes Fitness, was man in seinem Energy Pool hat. Also bei mir ist jetzt gerade 0, wäre doof. Aber bei dir wären es noch 2. Ich könnte dir also jetzt, das könnte ich auch gleich machen, weil ich bin ja noch dran, sagen, okay, iss mal bitte. Werf mal ein paar Nüsse rüber. Genau. Und dafür, dieses Suess, genau, das ist also sozusagen. Du darfst das jetzt quasi 2 Karten nehmen und wieder zurück auf die Hand nehmen vom Fatigue Stack. Zurück. Also dann 1, die flippen wir hier auch nochmal. Und die 2. Und das sind natürlich Karten, die haben wir jetzt ja noch nicht gesehen. Neue Karten. Genau. Ja. Und da haben wir hier Balance. Oh, cool. Da kann man also mehr in der, ja, so ausbalanciert, so im Flow. Dass man und unser Carbon-Kabel Nummer 2. Haben, haben wir jetzt schon zweimal. Wir sind wie oft gibt es denn jede Karte maximal? 2. Zwei. Alles klar. Also haben wir beide auf der Hand. Wir sind, also mit Kabeln sind wir ausgerüstet. Ja, aber vielleicht ist das Mädchen ja auch irgendwie in so ein Loch gefallen. Ja, du bist ja eh hier der Mechaniker. Also es ist immer gut, ein paar Kabel dabei zu haben. Gut, also du hast jetzt hier deine Müsli-Nuss-Mischung ausgespielt. Hast uns noch was zu essen gegeben, was uns da so ein bisschen wieder aufgepowert hat. Gibt es eigentlich ein Handkartenlimit? Wir haben ja mit 6 Karten gestartet. Jetzt haben wir meines Wissens nach nicht. Zumindest nicht, was in den aktuellen Regeln drin steht. Ja, das ist natürlich auch so ein Thema. Das kann sich natürlich im Laufe der Kampagne und auch darüber hinaus natürlich immer noch ein bisschen anpassen. Und gerade sowas wie Handkartenlimits ist ja so ein... Vielleicht hat man da auch Gegenstände für. Ja, genau. Ich bin dafür, dass wir ein Tagebuch führen. Was wir führen ein Tagebuch. Ja? Dass wir hier im Kreis laufen. Das, ja. Das heißt, wir wollen auch mal was ausspielen. Jetzt ein Gearn-Item. Und das, was du eben ausgespielt hast, dieser Tremex, ist auch ein Gearn-Item. Du hast also jetzt schon sozusagen 2 von 5 möglichen. Er hat ja auch schon näher genug seinen Staff. 3 tatsächlich. Ja, mein 3. Staff hat 1 und mein Tremex hat 2. Also ich bin bei 3 von 5. Da muss man obwohl also schon einer benutzt worden ist. Die Packung ist halt so groß. Ja, ne? Da muss man also ein bisschen gucken. Das ist genau. Also wir spielen jetzt mal hier unser, gehen wir mal hier hin zu uns, unseren guten, unser gutes Tagebuch aus. Und da seht ihr oben links 1. Wir müssen also hier ein Awareness-Token abgeben. Das ist ja eine geile Karte. Machen wir. Ja, deswegen. Meine Fresse. Und damit, genau, wenn wir uns jetzt ausruhen, das hatte Peter gefragt, diesen Rest. At one entry to this gear. Wenn sozusagen das dazu kommt. Ja, wir haben halt nicht so viel Awareness, das ist unser Problem. Ja, also die Runde wird es noch nicht triggern, aber halt nächste, wenn man es nicht ausgibt. Wenn wir, aber das ist halt cool, weil einfach ein fester Erfolg, wenn man mit einem Feature interagiert, das ist schon Hammer. Ja. Gut. Gucken wir mal, ob es wirklich so gut ist. Ja, das ist also das war jetzt unsere Aktion, dann geht es schon wieder weiter. Genau. Ich werde mal versuchen, jetzt dann auf den Tributary-Stream zu gehen. Und ich mache das über mal Füße baumeln. Das heißt, ich versuche mal den Spirit-Test zu machen. Und dann schnappt irgendwas an. Ja, so kleine, so diese kleinen Fische hier, die aber auf so Hornhaut wegknabbern. Die haben keinen Erdbusch mehr. Also ja. Alles gut. Ja. Dann spiele ich dazu mal noch. Genau, du musst jetzt auch einen Wert von 2 erreichen. Ja, du hast genau, einen, ich mach mal 1 und dann mache ich mal die 2 Karten. Welchen dazu, Token hast du denn benutzt? Den gelben Token hat er hier, den genau. Spirit Token. Achso, ja, weil und die dann, Symbole sind jetzt, Ding, hat gerade momentan einen Wert von 3 und was hoffe, hat das dass das. Sternchen zu sagen? Das Sternchen was sagt, this number of symbol on this card genau. is equal to the awareness. In hätte your ich also pool? Noch meine volle Awareness drin gehabt? Ah, wo stopp! Ich habe ja 2. Ah, Moment, dann kann ich einen auf der Hand lassen. Das sind ja 2. Ja, gute genau. Frage. Dann ist das 2 wert. Das heißt, ich habe jetzt schon 3. Da brauche ich nicht die andere Karte auch noch reinschmeißen. Okay. Außer natürlich, ich habe mein typisches Glück. Ups. Nee, natürlich. Nice. Spirit nee, ist minus 1. Alles wunderbar. Ja. Ach so, wir Wir hatten das, weil er gerade gesagt hat, in Token. Genau. Aber. Ja. Das war ja nur die Karte, die den Bonus gab. Ja, und dann wird auch wieder das Wetter gleich zu Gelte schlagen. Aber wir erstmal die Karte. Genau, erstmal die Karte. Das heißt, ich darf mich hier draufsetzen und dann darf ich hier sagen, Soothe One Fatigue, das ist wunderbar. Ziehen wir mal eine aus. Also wir können festhalten, wir auf unserem Weg hier essen wir Nüsse, halten an jedem Fluss an, baumeln mit den Füßen im Wasser.
Wir sind auf jeden Fall so eine Rescue-Truppe. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass wir nach uns suchen würden. Wir lassen es uns ein bisschen gemütlich gehen. Ja, genau. Wir kriegen leider alle nochmal einen Fatigue. Ben lässt die Füße im Wasser baumeln, während wir ja schon den einen Token darauf gemacht haben. Schon. Viel schlimmer Bein ist, essen. Dass nochmal ein Track-Token kommt. Das heißt geht, also leider genau der, den ich jetzt dann aufgesammelt hätte. Wir müssen es uns also weiter auf die Suche machen. Also blau ist echt ungünstig. Aber wieso denn? Ich dachte, die Karte triggert zuerst. Ach nee, braucht ja zwei Erfolge, ne? Wir müssen beide draufstehen, sonst geht es so. Nicht weg. Ja. Mhm. Verstehe. Um das wegzugehen. Also, und dann müssen wir halt schauen, dass wir, also ich mache das, weil ich gesagt habe, das ist ein Obstacle. Das heißt, es hindert uns an allem zu interagieren, was dahinter ist. Und dahinter ist momentan halt die Landscape. Und da kann man halt schön neue, sinnvolle Features rausmachen, die wir ja brauchen, damit wir da neue Tokens rausziehen. Ja, verstehe. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht nicht mehr. Genau, dann steht hier, getriggert, haben wir alles gemacht und dann steht hier Mischen. Das heißt, jetzt ist der rechts Zeitpunkt. Rechts unten ist dieser Reshuffle-Punkt. Genau. Damit wir noch mehr blaue Karten ziehen. Richtig. Ah, ja. Aber irgendwann ist der Regen hier, der hat jetzt wenigstens nur noch einen Wert von 1. Irgendwann hat es sich ausgeregnet. Mal gucken, was dann die Frage, ob es besser das schlimmer ist oder nicht. Das wissen wir natürlich noch nicht so richtig. Ja, da hast du vollkommen recht. Das war meine Aktion. Aber ist die Karte jetzt weg, wo du draufstehst? Nee, ich gesagt, beide müssen draufstehen. Wir beide. Das heißt, aber wir kriegen halt nur kein Token mehr. Genau, der hat jetzt bloß keine Token mehr. Genau. Dann würde ich das sagen, gehen wir da mal rauf mit, wir haben ja noch Spirit. Gehen wir also auch wir gemeinsam Füße baumeln lassen im Wasser? Nee. Ja, eigentlich schön. Oder? Ja, das auch. Ja, ist dieses, Das heißt, wir geben jetzt auch ein Spirit-Token aus und wir bräuchten dafür dieses Art Kompass-Symbol, was wir einmal hier haben. Ja, dann. Das würde sagen, wir geben es einmal aus. Und jetzt wir können ja eh keine blaue Karte mehr spielen. Wollen wir mal ein bisschen Risiko spielen? Also eine 0 und plus 1 Karte, sowas brauchen wir jetzt im Gelb, um das zu schaffen. Achso, weil du den zweiten Token nicht ausgeben willst? Nee, weil ich den zweiten Token nicht ausgeben will. Ich will den zweiten Token auch mal lieber ausgeben. Aber ich will mal sehen, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Nix. Ja, dann hast du den Test halt nicht, nicht geschafft, das ist oder? Doch schön, dass wir das mal den Leuten zeigen. Ja, den schaffen wir. Komm, Pete, ein bisschen Risiko, oder? Meinst du nicht? Ah, Pete hätte jetzt noch einen Token genommen. Ben, was meinst du? Noch ein Token oder Risiko? Ist schon schwierig. Also ich würde, dadurch, dass das so theoretisch so wichtig ist, hätte ich gesagt, wir resetten ja sowieso gleich. Also ja. Das heißt, du bist auch für noch ein Token nehmen. Ja. Du weißt schon, dass da jetzt dann die Plus-1-Karte aufgedeckt wird. Selbstverständlich weiß ich das. Ja, okay, also wir gehen erstmal auf Nummer sicher. Wir haben hier drei. Ich bereite schon mal, ich hab's euch gesagt vor. Ja, hat's euch gesagt. Ja, okay, wenigstens gibt's keine Autofails. Eine also, Null. Ja, also. Sehr schön. Ja. Tja, hätte also auch mit. Ja, was hättest du denn mit dem Token gemacht? Einfach nur fürs Feeling. Das ist ja dieses Push-Your-Luck-Glückselement. So, yeah, ein Token gespart. Ja, das mache ich gleich. Ja. Du musst leider nochmal einen Fatigue nehmen. Leider. Das geht ja weil wir jetzt, aus dem Kopf. Weil wir jetzt hier wieder. Das rote haben Symbol und haben die Symbol, und genau. Wir immer noch damit schwer beschäftigt sind, drüber nachzudenken, wo ist sie denn eigentlich hin? Was ist los? Warum ist sie weggerannt überhaupt? Das würde mich ja auch mal interessieren. Oder ist sie nicht weggerannt? Ist sie vielleicht auch nicht, ne? Einfach nicht wiedergekommen, können wir mal festhalten. Ich weiß die Story dahinter quasi auch nicht. Ich weiß nur, dass wir die Mission bekommen haben, dass sie weg ist und dass wir sie finden müssen. Mhm. Sie erzählt uns aber mehr, wenn wir sie finden. Also. Ja, ja, darauf. Und wenn sie dann noch reden kann, hoffe ich jetzt mal. Gut, wenn das du denn? Ja, richtig. Ja. Also, wir haben das natürlich geschafft und gehen jetzt hier auf die Karte. Da wir jetzt drauf sind, clearen wir jetzt diese Karte, dürfen also beide unsere Ranger-Tokens wieder zurücknehmen. Die Karte wird abgelegt. Würde da jetzt noch was drauf sein, hätten wir das jetzt bekommen. Schön wäre es. Haben wir aus zwei Karten einen Token gezogen. Richtig gut gelaufen. Wir sind sau nass geworden halt. Ne? Ja. Ich spiele mal noch mein Adaptable Multitool jetzt aus. Dann bin ich aber auch schon quasi ausgestattet. Das ist nämlich ganz cool. Da kann ich einen Charge ausgeben, um zu entscheiden, welchen Aspekt ich für meine Aktion mache. Ich kann quasi sagen, die Spirit-Aktion wird jetzt zur Awareness-Aktion, damit ich Awareness-Tokens ausgeben kann. Für das Ach Symbol. So. Das ist, cool, ja. Das ist schon ziemlich... Und das kannst du quasi dreimal machen. Also erstmal, weil da drei Tokens drauf liegen. Und okay. So, tja.
Wir haben hier unser Kabel, damit können wir selber irgendwie noch nicht so viel machen, weil wir kein Predator or Prey in Reach haben. Und das ist eine Response Card. Das heißt, von unseren Aktionen, die wir hier machen, können wir nur diesen Traverse theoretisch machen, weil wir da noch Fitness-Token haben. To your effort to landscape or feature. Das ist aber gar nicht schlecht, weil wir wollen ja Sachen auf die Landscape. Das heißt, wir können das auf White Sky, wir können so ein bisschen nach White Sky wandern, oder? Genau, also das wäre jetzt eine Option zu sagen, wir legen da schon mal ein bisschen was drauf, in der Hoffnung, dass wir vielleicht dann eben von dort aus weitergehen. Mhm. Weil es zum Beispiel in den Bergen mehr Features gibt. Also könnte man sagen, wir verlassen White Sky. Oder wir müssten jetzt sonst, wir können nochmal meine Fähigkeit, add one token to any one gear. Das haben ist wir. Ist das unser Gear oder können wir auch deinen Gear mit Tokens bestücken? Any one gear, solange es nicht da steht. Es ist natürlich ganz lustig, weil du könntest dadurch, es ist ja viel Journal, ist ein Gear. Ja, könnte man wir, gleich noch, obwohl du keine Awareness hast, einen Token drauflegen. Verkehrt ist das definitiv nicht, weil es ist ja auch nur Exhaust, das ist nicht mal eine Aktion. Das machen insofern wir ist das keine schlechte wir Idee, das jetzt zu tun. Hier mal ein bisschen, genau. Machen wir, generieren wir hier einen Token drauf. Ne? Der eigentliche Effekt war ja, dass sozusagen, wenn wir hier in unserer Restphase Awareness-Token drauf haben, würden wir hier einen Token drauf generieren. Genau. Dann können wir so einen Token benutzen, also so einen Eintrag-Token, um dann so einen Erfolg zu generieren. Und das haben wir jetzt. Ein Effort ist ein Erfolgstoken. Ein Effort ist quasi, genau, es ist quasi wie ein Erfolg. Also wie wenn du jetzt, oder zumindest den Versuch eines Erfolges, ne? Also das ist das, was du reinschmeißt in den Test, um was dann so modifiziert alles wird. Alles klar. Mhm. Das ist also, als wenn ich so eine Karte dazu spielen würde. Richtig. Mhm. Das bedeutet auch, das war jetzt noch nicht unsere, keine Aktion in dem Sinne, sondern wir haben ja nur unsere Fähigkeit benutzt hier und uns exhausted. Wir könnten jetzt also entweder resten oder wir machen doch noch hier diese White Sky Aktion. Was ja, warum nicht, oder? Also wenn du es machen kannst, ja. Ist ein Awareness-Check, du hast kein Awareness mehr, du kannst den Test also gar nicht machen. Nee, wir können doch aber trotzdem. Nee, aber ich meine da hingehen sozusagen. Ach so, hingehen möchtest du. Die Fit-Aktion ja, dann ja, schaden tut es nicht, wenn du einen Token draufkriegst, klar. Also das, was wir, wenn wir failen, kriegen wir halt mal eine Wunde, aber vielleicht ist das auch okay, dann sieht man mal, wie so eine Wunde aussieht. Ja, wir wollen es ja mal failen. Genau, also wir haben ja dieses, für dieses Traverse brauchen wir wieder dieses Kompass-Symbol, was wir jetzt nicht haben. Ich würde also einfach mal diese zwei Fitness-Token. Aber wir brauchen auch nur einen Erfolg. Ja, aber ja, klar, aber wenn es jetzt eine Minus 1 ist. Ja, dann ist es halt eine Minus 1. Du wolltest du mal failen. Ja. Sag doch mal den Leuten, wie es so ist. Können auch nur ein Token nehmen. Ja, vielleicht kommt ja noch was. Also ein Predator. Dann können wir es nochmal machen, meinst du? Ach so, meinst du, wenn ein Predator kommt, weil wir dann hier unser Geo spielen? Du, wir machen das mal. Also wir nehmen das jetzt mal. Da ist ein X-Wert dahinter. Ach nee, das X bedeutet equal to your effort to a landscape or feature. Und. Du willst gleich mehr rauflegen, meinst du? Du könntest, genau, wenn, also je nach Erfolg, wenn du jetzt da fünf Erfolge hast, mindestens einen baust. Also ist mehr immer besser eigentlich bei der ja. Aktion, weil du verlierst ja nichts. Also entweder du schaffst sie, also du schaffst sie sicherer und kannst dann den Übererfolg noch sogar bezahlen. Dann legen wir jetzt einfach mal zwei. Haben wir noch Karten, die dazu? Nee, wir haben dieses Symbol, das war, was wir eben schon, dieses Art Kompass-Symbol, hatten wir eben schon nicht so richtig. Dann gucken wir mal jetzt nochmal. Also wir haben jetzt zwei Tokens gesetzt, hier um den Traverse-Effekt zu machen. Hier, da. Und jetzt gucken wir mal, plus eins. Oh, top. Also, und die minus zwei in grün ist raus, oder so. Aber die wird gleich wieder reingemischt. Ja. Aber wir gucken mal. Also wir haben jetzt also drei und wir mussten einen Erfolg von eins haben. Genau, also kommen jetzt drei Marker drauf. Okay. Das klingt jetzt nicht so schlecht bei L4. Ja. Wir haben noch eine Reaktion, glaube ich. Jetzt, haben wir mal die Sonne. Die Sonne? Ja, bitte. Nee, warte mal, bevor die Sonne raus. Wir haben noch eine Karte. Was macht denn die, wenn wir nämlich einen Fitness-Test schaffen? Ah, du meinst hier diesen Balance. After you succeed fit action, refill one other energy type. Das heißt, das ist ganz cool. Du könntest jetzt quasi dein Awareness wieder reinlegen, damit du damit wir da nochmal einen Marker drauf kriegen. Ja.
gibt schlechtere Sachen, hätte ich jetzt gesagt. Denke auch. Also. Ja. Und die Karte, genau, die spielen wir aus. Die kostet uns ja auch nichts. Ne? Die hat hier oben links keine genau. Chancen. Moment, und Response. Genau, im Moment steht da. Und ja, die kommt jetzt auf den Ablagestapel. Und Ben hat es schon angedeutet, 4, damit unser Journey nochmal besser triggert, legen wir also jetzt hier. Aber wir könnten auch 3 blaue wieder nehmen. Also, wenn wir wollten. Ja, so hätte ich das auch verstanden. Ne? Den Energietyp füllt man auf den Wert, den man hat. Haben wir ja 1, 2, 2, 3. Ja, ist eine gute Frage, ob das Refill nur 1 ist oder alle. Das müsste ich nachschauen. Das wüsste ich, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Das steht hier momentan auch noch nicht. Dann lassen wir das bei. Da wird es bestimmt auch ein schönes Referenzhandbuch geben. Ja. Oder? Das, also ehrlich gesagt, man sieht es sehr schön. Ne? Also ich habe natürlich schon so ein Referenzhandbuch anhand dessen ich hier arbeite, aber das ist natürlich noch nicht komplett. Deswegen. Ja, so, und jetzt müssen wir die Sonnen abarbeiten. Jetzt müssen wir die Sonnen abarbeiten und Sonne gibt es hier auf unserer Hauptquest. Genau, das wäre jetzt ein They Must Have Come This Way, da würde man jetzt einen Trail-Token von einem Feature zu einem anderen legen können. Das wäre also jetzt mal was Schönes gewesen, jetzt gibt es aber kein Feature hier gerade in unserem Weg. Oh. Es ist nichts Negatives passiert, sei doch mal froh. So ist es, man muss es so sehen. Ja, genau. Es regnet die ganze Zeit. Das Einzige ist, da magst du natürlich... Du bist viel zu negativ. Gar nicht. Ich hätte mich einfach auch gefreut, wenn es noch positiver gewesen wäre. Da bin ich dran und ich reste einfach. Ich sage, ich bin für heute durch. Dann sind wir hier bei dir mal drauf. Erzähl mal, was machst du alles, wenn du ich restest? Noch passiert nichts. Ich würde jetzt alle Effekte triggern, wenn bei mir hier irgendwo Rest-Doppelpunkt draufsteht. Mhm. Tut es aber nicht. Das heißt, noch passiert nichts. Ich darf nur nicht mehr dran sein. Noch passiert nichts und dann sind wir sozusagen wieder. Wir resten auch. Genau. Wir resten auch, weil wir haben ja unseren einen Token hier extra zurückgegeben, damit, und das ist nämlich der Unterschied, hier steht nämlich Rest drauf, dann dieser Effekt auch passiert. Und deswegen bekommt ihr jetzt da ein zweites Token drauf. Genau, steht ja hier, if you had at least one awareness energy, add one to this gear, haben wir gemacht. Mhm. Genau, und jetzt, wenn wir tatsächlich durch sind, bekommen wir jetzt, also machen wir ein paar Schritte, wir enttappen quasi alle Karten wieder, die getappt waren, werden machen also alle wieder spielbereit. Genau. Damit dann, auch hier dieses kleine Wiesel. Ja, leider kommt mein Rouge Null auch wieder zurück. Dann ziehen wir alle eine Karte von unserem Stapel und resetten wieder unseren Energy Pool auf unsere ursprünglichen Werte. Ja, und das ist ja eigentlich gut zu erkennen, ne? Also wieder 2 Fitness. Siehst du, wenn ich nur ein Token nehmen will, das will alle. Nein, zack, wie das immer so ist. Ja? Es ist immer genau andersrum. Es ist immer andersrum. Aber diese Schwierigkeiten habt ihr natürlich dann beim finalen Spiel nicht mehr, weil dann sind es natürlich Cardboard oder andere Tokenarten. Genau. Und So, dann beginnt eine neue Runde. Und eine neue Runde beginnt, dass wir wieder eine Path-Karte für jeden von uns ziehen müssen. Ich muss beginnen. Und, guck mal, ich habe die Bubble gefunden. Über die Bubble wurde ja schon so ein bisschen angeteasert. Ja, genau. Und weil ich sie aufgedeckt habe, muss ich auch jetzt direkt vorlesen. 210. Da habe ich allerdings tatsächlich keinen vorgefertigten Text. Ich würde also mal versuchen, es so ein bisschen. Also, ich kann es auch auf Englisch vorlesen. Ich kann es auch versuchen auf Deutsch, je nachdem, was euch lieber ist. Wir sind da. Lies doch. Ich weiß ja nicht, wie viel Text es ist, wenn es jetzt. 3 kleine Absätze sind. Ja, dann liest die doch mal auf Englisch vor. Und dann. Okay. Standing on the edge of one of White Sky's platforms, you can see through the clear water to the lake bed a good 5 meters down. Das ist also eher ein recht flacher. Nestled among the jagged rocks and mud is what looks like a large bubble of air. You think you can see green within and movement as well. You ask one of the locals, a young boy named Tirsan, if there's anyone in the bubble right now. And he says, just one, not taking his eyes off the bobber on his fishing line. Silaro Marco from Spire. He said he wanted to study some of the old arcology gadgets down there. Maybe prove the bubble was made by the same arcology folks too. When you ask when he's coming up, Tirsan laughs. He's been down there for a week. The bubble has plants in it, so he can stay down there as long as he wants, unless the Lutrinals eat him.
Das heißt also, da ist jemand drunten in dieser Bubble und erforscht da und sagt, es kann sein, dass... Das ist also quasi ein großer Dome aus Luft und da kann man sich bewegen. Genau, und da ist irgendwas drunter. Abteilung eigentlich auch ein bisschen. Und was das jetzt bedeutet, ist unter anderem, also einerseits sehen wir jetzt, das ist wieder eine Ranger-Karte, das heißt, wir müssen da quasi beide anwesend sein mit unserem Ranger-Token. Hier steht, wie man draufkommt, nämlich haben wir die Möglichkeit, hier zu schwimmen mit einem Fitness-Test. Hier steht Swim Down to the Underwater Dome. Dafür müssen wir aber alles unser equipped Gear wieder zurück auf die Hand nehmen, Weil wir um das dann Wasser sonst zu schwer sind. Ja. Und ja, dann aber nur wenn wir es schaffen, oder? Müssen wir es. Ja, wenn wir failen, kriegen wir eine Injury. Der Vorteil ist, solange wir da unten dann sind, können wir keinen Fatigue vom Wetter bekommen, weil wir sind natürlich unter Wasser. Also. In der Bubble, ja. Sehr gut, ja. Und wenn wir beide da drunter sind, steht hier Clear Doppelpunkt, reden wir mit den Leuten, die da unten sind. Und dann lesen wir noch was vor. Mhm. Genau. Du liest ja schon was vor, wenn du da als Erster raufkommst. Richtig, ne? Genau. Ja. Okay, coole Idee, okay. Aber ich finde es das lustig, dass du, wenn du halt unter Wasser bist, das Wetter dich nicht mehr betrifft. Schon mal cool. Gut, das war also deine. Genau, das heißt, du musst noch eine ziehen. Karte. Und was haben wir hier? Ah, du findest eine nette Dame, nämlich Vera, the Boat Guide. Das hört sich schon mal gar nicht schlecht an. Genau, die hätte jetzt auch wieder einen Text. Die ist uns auch freundlich gesinnt. Das die ist uns freundlich gesinnt. Friendly bedeutet, dass sie hat ja hier einen Wert, ne? Das heißt, theoretisch, wenn wir mit White Sky interagieren wollen würden, müssten wir ja alles triggern, was, wie gesagt, within reach ist, dann alles, was along the way ist und dann, ne? Aber das Keyword friendly bedeutet, dass wir das nicht tun müssen. Sie steht uns also nicht im Weg. Genau. Und es gibt hier wieder Möglichkeiten. Sie kann auf zweierlei Arten geklärt werden. Sie kann Schaden erhalten. Das würden wir natürlich jetzt nicht wollen, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dass Tiere ihr Schaden zufügen. Okay. Das ist immer so, wenn etwas geklärt wird durch Schaden, das steht unten auf der Karte, steht hier clear durch Schaden, Doppelpunkt, müssen wir was vorlesen. Zumeist kann das dazu führen, dass wir den Tag vorzeitig beenden müssen, weil wir diese Leute retten. Das heißt quasi, Zivilopfer sind sehr, sehr gefährlich. Bevor die denn wirklich vielleicht von dem Säbelzahntiger niedergerissen wird, befreien wir sie noch. Nee, oder das ist einfach nur dieses kleine Biber-Ding, was da noch rumläuft, was da ein bisschen rumknabbert. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir halt Fortschritt drauflegen. Hier brauchen wir 3x Anzahl Ranger-Fortschritt, also 6 Fortschritt, sie auf eine andere Art und Weise zu clearen. Und mieten wir ein Boot bei ihr. Genau, bei ihr ist das Boot. Hier steht, ask if Vera will lend her boat to help navigate the lake. Da dürfen wir also ein Water Obstacle entfernen und quasi 3 Fortschritte auf diese Karte legen. Also das wäre jetzt sozusagen eine Möglichkeit, die Bubble zu entfernen. Und unter anderem. Aber das wird dann nur discarded, das ist nicht geklärt. Wir kriegen also die Tokens nicht mehr. Also für uns jetzt nicht so sinnvoll. Das sind beide schöne Sachen, muss ich sagen. Genau, aber das ist halt eine Möglichkeit, Fortschritt zu machen, um mit ihr zu reden. Wir haben eben gesagt, 2 Möglichkeiten. Wir können das machen, indem wir halt hier die Aktion darauf machen, um, wie gesagt, das andere zu machen, 3 Tokens draufzulegen. Wir haben aber immer die Möglichkeit, ja unsere eingebaute Miteinander-Reden-Aktion zu machen. Das ist hier diese Connect, um auch Effort draufzulegen, Fortschritt draufzulegen, und sozusagen den Fortschritt drauf zu machen. Aber natürlich ist das hier 3 direkt zu machen schon super. Wobei das natürlich auch genauso und wie der Effekt wäre. Die Pfeile zeigen nach oben, das heißt, die bleiben beide oben. Genau, die bleiben beide oben liegen. Mhm. Immer wenn du die Matte da drunter zeigst, habe ich Angst, dass du sie in der Hand hast. Also als wenn ich hier Matten in die Hand nehme, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ja, genau. Den Text 230, den Abschnitt, den lesen wir euch jetzt mal nicht vor. Da habt ihr auch noch ein bisschen was ihr euch freuen könnt. Und wer jetzt wieder Startspieler wird, das können wir wieder neu entscheiden oder wechselt es ab, nachdem wir gesagt haben? Genau, theoretisch können wir immer entscheiden, wer den ersten Zug macht. Der Lead Ranger ist nur derjenige, der quasi viele Aktionen triggern muss und der die Karten zuerst ziehen muss. Aber wir könnten uns im Verlauf sagen... Das heißt, du bist der Lead Ranger, aber wer diesen Zug anfängt... dürfen wir entscheiden. Und dann ist halt immer abwechselnd, mit Ausnahme, wenn wir als unsere Rollenkarte tappen und dann sagen, ich möchte nochmal kurz ein zweites Mal dran sein.
Ja, also wir haben immer noch viel Kabel auf der Hand. Das hat sich nicht geändert. Ja, aber nichts, wo wir es anbringen können. Und unsere Infusion Canteen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Wasserflasche. Also ich würde auf alle Fälle mal gleich mal demonstrieren, wie einfach man darunter schwimmen kann, wenn man ein Peerless Pathfinder ist. Verstehe, ja. Allerdings muss ich zugeben, da ich das dann einfach draufgehe und die Aktion nicht mache, lese ich auch nicht die 211. Ob ich das jetzt quasi, ob da jetzt ein Vorteil für mich drauf ist, das weiß ich natürlich nicht, oder ob es einfach wirklich nur ein Text ist. Ja. Aber ich will da schon einfacher drauf gehen. Das ist vermutlich sinnvoll. Und genau, da reden wir jetzt. Wir ja da noch raufkommen müssen, genau. Lesen wir das ja bestimmt auch noch vor. Ja, da geht es jetzt sozusagen. Also wir kommen da ja nicht so einfach rauf. Um die Fähigkeit, die Ben mit seinem Charakter hat, ne? Move your Ranger Token to a feature. That feature fatigues you. Ne? Genau, also ich würde, aber das hat null, Gott sei Dank, deswegen ist das nicht so schlimm. Nee, aber auf alle Fälle muss ich erstmal meinen Romping Lutronel. Ich frage mich jetzt wirklich, ob ich es kloppen sollte. Mit 2 Schaden. Ne? Was macht denn dein Stab? Wie viel Schaden macht denn dein Stab? Das macht 1 Schaden für je 2 Erfolge. 1 Schaden für 2 Erfolge. Mhm. Also um es instant mit deinem Knüppel niederzuschlagen, musst du im besten, damit das Best-Case-Szenario. Genau. Aber ich würde es tatsächlich auch machen. Ich würde mal 2 ausgeben. Mhm. Ich habe mein Enthralling, kann ich abwerfen. Das macht nochmal 2 auf der Ding. Das heißt, da bin ich schon bei 4. Ich könnte überlegen, ob ich jetzt noch das Breathe into it, damit ich auch wirklich durchatmen, bevor du es Bei Arkham Horror würde ich jetzt ein Autofail ziehen, wenn ich so viel committe. Das gesagt, macht dieses Spiel Gott sei Dank nicht. Es gibt kein, bis jetzt gibt es kein Autofail. Nein, es gibt kein, also genau, jetzt im Spiel momentan gibt es keine Autofails. So. Natürlich habe ich dann, aber es reicht. Ich habe es weggeklüppelt. Es ist, wir dürfen jetzt einfach mal kurz innehalten und weinen. Ja, ist schon ein bisschen traurig. Na, vielleicht essen wir es jetzt wenigstens, machen uns eine Tracker. Warum? Es hatte doch, also es hat sich ja sowieso exhausted, weil es ja an dieser Frau geknabbert hätte. Ja, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Und ja, zweimal haben wir frei, dachte ich. So habe ich gedacht. Ja, aber ihr seht schon wieder, es wird wieder regnerisch sein. Ja, das ist das Schlimme. Wir müssen vor allem wieder einen Trail-Token entfernen. Das ist eher, vielleicht hätte ich keinen Test machen sollen, bevor wir da beide runterschwimmen. Weil die Gefahr halt genau immer da besteht. Und wir kriegen alle nochmal Fatigue, genau. Ich glaube, wenn es so weitergeht, erschöpft uns der Regen einfach. Das kann sein. Und aber jetzt flippen. Jetzt ist der Regen vorbei, aber genau, ein jetzt Sturm steht hier drauf. Braut. Es gibt eine Aktion, Focus, um Shelter zu machen. Shelter from the threatening clouds to remove one rain from the gathering storm for every 2 resulting effort. Wie kommt der Regen drauf? Hier steht, zu Beginn einer neuen Runde müssen wir da 2 Regen drauflegen und sobald da 4 drauf sind, fängt es wieder an, so richtig zu schiffen. Und da hinten wird es heller. Was ja auch interessant ist, sieht man hier, und habt ihr vielleicht bei der einen oder anderen Karte auch schon gesehen, quasi die Mischung aus, was macht die Aktion eigentlich aus und so ein bisschen Flavortext dann so in Grau hinterlegt. Genau, das ist ja schön eingewoben, weil das ist, das wird für die deutsche Version noch eine ganz schöne Herausforderung. Aber ich finde es super angenehm, weil man sieht trotzdem, was die Aktion macht. Man sieht den Text, den man folgen muss und hat trotzdem, wenn man das vorliest, einen schönen eingebundenen Text. Gut. Ja. Jetzt startet es aber wenigstens erstmal mit 0, war ja nur zu Beginn der Runde. Von daher braut sich da erstmal was zusammen, aber erstmal. Und das war's, Gott sei Dank. Das war's, so weit, so gut. Gott sei Dank, sagt er. Aber das wäre gewesen, dass dann auch die Predators vor dem Regen flüchten, steht ja auch darauf, dass sie dann alles von within reach, also erstmal ein Stück weiter weglaufen. Wolltest du da nicht noch raufschwimmen, Ben? Ja, das wäre jetzt meine nächste Aktion. Ich wollte vorher das Lutronel erstmal loswerden. Ja, hast du geschafft? Also du meinst, ich kann mich auch direkt drauf machen. Stimmt, als nächstes könntet ihr ja direkt mit drauf hüpfen, ne? Wäre so der Punkt, dass wir gleich raufschwimmen. Ja, dann lass uns das mal gleich machen, damit man möglichst wenige Texte an. Dann macht ihr das als nächstes und ich bewege mich da mal drauf. Ja, das ist jetzt wieder keine extra Aktion, das ist einfach nur die Fähigkeit, die ihr nutzt. Weil du die genutzt hast, musst du dir jetzt Fatigue
Also ein Fatigue. Theoretisch hätte mir die jetzt Fatigue gemacht, aber man macht, es macht immer Fatigue in Höhe der, der Zahl. Die Zahl der ist Zahl 0. Oben rechts, also die ist 0. Genau. Wäre man jetzt also damit, also der Effekt sagt ja, glaube ich, auch nur zu einem Feature zu gehen. Genau. Aber als Beispiel hier, die Vera, die hat ja so einen Zweierwert, dann ja, wäre das quasi, wenn das, wenn das so gehen würde, ja genau. Das ist unsere Aktion, ja klar. Und jetzt schwimmen wir dahin mit Fitnesswert, was das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, aber ich glaube, da können wir wahrscheinlich mal unser Tagebuch zu Hilfe nehmen, weil wir haben nämlich kein Kompass-Symbol. Doch, links. Ach doch, ein. Ah, doch, ein. Okay. Ja, einen haben aber wir. Ja, könntest aber wir du, brauchen weil das ja ist immerhin auch drei. Ein Feature. Ja, wir brauchen ja immerhin Wert 3. Wir haben 2 Fitness-Token und eine Karte wäre erstmal nur 3. Und dann nehmen wir einfach ein Tagebuch-Token. Nehmen wir beide Fitness-Token? Ja, ich will, dass das... Dann sind wir bei 2. Dann wären wir... Ja, noch haben wir da eine Spur. Ja, dann nehmen wir die Karte, legen wir ab. Also haben jetzt 3. Und unser Tagebuch, den, das können wir ja sagen, dass wir so ein Token halt verwenden, ne? Für... Für einen Effort. Zack. Das heißt also jetzt ein Wert von 4, um dahin zu schwimmen. 3 brauchen wir mindestens. Dum. Jetzt gucken wir mal, was wir hier kriegen. -2. Alter Schwede, -2. Ja, du wolltest ja gucken, wie es so failt. Ne? Ja, genau. Dann kriegst du eine Injury. Du kannst bis zu 3 Injuries haben, dann wäre auch für dich die Runde zu Ende. Das Lustige ist, er hätte ja beide Token von dem... Ja, das sagt jetzt Pete, aber er hat gesagt, nimm einen Token. Nee, nur mal so. Wir haben einfach einen Cut, pass mal auf, wir machen das mal ganz einfach. Wir haben einen Cut gemacht, also quasi, ne? Ihr habt das gar nicht gesehen und du hast einfach 2 gemacht. So. Ah, so. Natürlich ist ja, weil wir das Tagebuch danach ja ablegen müssen. Müssen wir das danach ablegen? Ja, das steht doch auf der Karte. Und wenn wir da runterschwimmen, verlieren wir alle Gegenstände. Genau, ihr müsstet, wenn ihr das beim Schwimmen, zum Schwimmen musst du alle Equipped Gear wieder auf die Hand nehmen. Ja, dann hast du total recht, Pete. Schön, dass dir das jetzt auffällt und nicht vorher, aber immerhin jetzt. Also du hast vollkommen recht. Ja, weil ihr schon bei der Injury wart, dann habe ich überlegt, muss ich die Karte jetzt komplett abhandeln oder nicht? Ja. Naja, wir hätten sie jetzt nicht wegwerfen müssen, weil wir ja nicht dahin geschwommen sind, oder? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir dahin schwimmen, dann hätten wir es ja schon. Auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Genauso tun wir es also. So oder so, wir hätten so oder so die 2 hingelegt, weil wir dann ja aktiv dahin geschwommen sind. Egal, was jetzt hier drauf gestanden hätte, da hat natürlich vollkommen recht. Das heißt, die Karte hat jetzt keine Tokens mehr drauf und wir nehmen sie trotzdem auf die Hand aber zurück, ja? Durch diesen Return all your equipment gear to your hand. Genau. Zack, also hier, wir sind also dann doch jetzt erfolgreich dahin geschwommen. Wir haben uns kleine Papierboote aus den Tagebuchseiten gebastelt. Nee, wir haben uns daran erinnert, wie das mit dem Balanced war. Wie das so war, genau. Wie man und richtig haben da, genau, unseren Tauchskill ein bisschen. So, die lege ich mal jetzt hier wieder beiseite. Die Token kommt zurück, das wird natürlich abgelegt. Wir sind also jetzt hier hingekommen und lesen jetzt Eintrag 211. Genau. 212. Ihr müsst noch 211, genau. Yeah. You strip off your cloak and your gear and, taking a deep breath, dive off the platform and into the water. The cold almost forces the air from your lungs, but you force yourself to swim deeper. The bubble wavers beneath you, growing larger. Then you see the darkness of the tunnel next to one edge. Your lungs are burning, you pull yourself into the tunnel. A moment later, you emerge in a shallow pool inside the bubble, gasping for breath. Und jetzt sind wir unten und können das durchlesen. Und jetzt fragten wir, ob wir schon eine Mission erhalten haben, nämlich die Archaeology-Mission. Haben wir noch nicht, also müssen wir hier mal weiterlesen. The bubble is just as peaceful as you remember. The thick carpet of moss deadening your footfalls, feeling soft as finely woven hammock when you sit down. You chat with Solaro about his ongoing translation work. Then you settle in to relax and refocus your mind. Your meditation lasts for about an hour until the small rump of lutrinals that live on the far side of the bubble think it would be more fun to splash some of the exit pool on you. The resulting water fight between you and a dozen otter cat hybrids isn't exactly relaxing, but it does leave you with a smile on your face.
Each Ranger soothes to fatigue. Wir kriegen also zwei Fatigue. Zurück. Ja. Otter-Katzenwesen sind das, haben wir das immerhin. Das haben wir auch schon mal gelernt. Ja? Otter-Katzenwesen. Oh, Mann, Mann. So. Jetzt kommt textmäßig nochmal ein großer Abschnitt, wo sie uns sagen, dass was dieser Mann geforscht hat, rausgefunden hat. Und er hat gesagt, er hat rausgefunden, dass das offenbar eine Struktur ist, die von sehr früh, quasi aus der alten Zeit stammt. Und wir sollen dem Ganzen doch nachgehen und wir bekommen eine neue Mission. Du hast schon was vorbereitet? Genau. Hier die Archaeology. Und hier steht, each time you clear an Archaeology card, wo also irgendwie drauf steht Archaeology, add one checkmark to the right of this mission on your tracking sheet. Wir haben natürlich ein kleines Dokument dafür. Und wenn man, sobald man drei Checkmarks drauf hat, oder eins für diese Demo, darf man quasi zurück zur Bubble in White Sky, also soll man zurück zur Bubble in White Sky reisen und dann eben rausfinden, was das bedeutet. Und wenn wir dann wieder zurücktauchen, lesen wir einen anderen, weiteren Text und finden heraus, was das bedeutet. Bleibt die Bubble also im Spiel? Nein. Okay. Also das bleibt jetzt weg. Wir müssen ja sowieso auch erst eine weitere Archaeology-Struktur finden. Und so viel kann ich schon mal verraten, die ist nicht hier. Die wird woanders sein. Und das Deck ist dann, würde ich sagen, immer je nach den Örtlichkeiten, seht ihr hier, Mountain, Forest, Valley und sowas zusammengestellt. Okay. Gut, dann gehen die Ranger-Token wieder zu den Rangern. Genau, zurück. Aber wir haben, wie gesagt, ganz wichtig, stopp, bevor wir das, wir machen das dann und dann müssen wir noch den gelben Effekt. Genau, Sonne, Sonnenschein. Das ist ja wieder der Effekt unserer Mission gewesen, die wir wieder move one trail token from a feature to another feature. Das Gute ist, dass wir das nicht machen müssen, weil es nichts mehr gibt momentan. Ja. Und aber nur der Vollständigkeit halber. Ja, dann muss das hier wieder gemischt werden. Genau. Damit wir die -2 gleich nochmal ziehen können irgendwann. Jetzt wollen wir mal wirklich schauen, dass wir die Aktion auf White Sky machen, damit wir wieder neue Features rausziehen. Ne? Kannst du gleich mal machen. Das würde ich wohl gerade sagen, das machen wir doch gleich mal. Aber kannst du das machen? Kannst du nicht mit deinem Stab da auch ein Ding Nein. Fitness-Token hast also du ja. Ja und nein. Ich könnte Tokens da drauf machen, weil wir davon wegreisen können, aber die Aktion, die uns White Sky selbst macht, ist quasi was anderes sozusagen. Aber das mache ich, weil es ganz praktisch ist. Ich marschiere da mal so ein bisschen rum. Ich gebe mal dafür ein Token aus. Dann dürfte ich Herzen dafür abgeben. Ja, das hier genau, aber ich habe ja genug Awareness. Ich mache mal zwei Stück. Der Wert ist, weil ja keine Zahl ist, also auch wieder 1. Also sollten wir jetzt die -2 nicht ziehen. Das wäre wünschenswert. Wäre ganz gut. Außer man zieht die -2. Ja. Er hat gemischt. Ja, wenn das ist, weil du eben noch gemischt hast. Ja, alles klar. Aber du musst alle gelben, achso, gelbe sind. Genau, es wäre jetzt wieder hier, wieder Move. Momentan liegt nichts aus. Verstehe. Ja, so hat super funktioniert, würde ich sagen. Wollen wir das auch mal tun, Pete? Auch mal zeigen, wie man es nicht macht? Nee, will ich nicht. Ich will gerne unser Journal nochmal aufspielen. Ah, unser Journal. Okay. So machen. Ja, wir haben ja nur ein Awareness. Naja, das wäre genau die Frage gewesen, ob wir dieses eine Awareness und für das Herz nehmen oder ob wir das Journal ausspielen. Aber ja, lass uns das wieder ausspielen. Eine Awareness und dann können wir eigentlich theoretisch den gleichen Move wieder machen. Wir machen wieder dieses Exhaust. Ja, die anderen beiden können wir ja nicht ausspielen. Und hoppala. Und adden hier. Ja. Hallo. So. Wir müssen übrigens, glaube ich, mal wirklich auf die Tube drücken, weil also ich habe noch 18 Karten in meinem Deck. Ihr habt noch 14 Karten in eurem Deck. Ja. Irgendwann ist denn. Ja, wir wollen ja tolle Sachen machen, aber irgendwie failen wir hier oder kämpfen mit Otter-Katzenwesen oder irgendwie sowas. Gut, also wir haben unser Journal wieder ausgespielt. Du darfst auch noch einen Token auslegen, wenn du es schon machst. Nee, das ist ja in der Rest-Phase nur. Ja, du hast dich doch getippt. Genau. Dafür. Ach so, Entschuldigung, ich habe den falsch rum gemacht. Ich habe diesen Token darauf gelegt. Nee, wir dürfen ja gleich so einen Token nehmen. Entschuldigung. Genau. Das habe ich einfach inhaltlich falsch gemacht.
So. Mhm. Gut. Dann geht's weiter, Ben. Ja, ich bin gerade wieder am Überlegen. Ich könnte. Das ist schon bitter. Also, ich will das ja eigentlich nochmal probieren. Das ist ja schon wichtig. Ja, aber die minus 2 ist wieder drin. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber wie gut hast du jetzt gerade so gemischt? Ne? Hast du die nach unten gemischt? Pass mal gemischt? Auf. Ich nutze mal mein Adaptable Multitool, um die Aktion in eine Fokusaktion umzuwandeln. Mhm. Ich bin mal zuversichtlich. Dann gebe ich mal volle Pulle. Ich gebe mal 2 Stück aus. Mhm. Und hoffe, dass ich jetzt nicht wieder eine Minus 2 ziehe. Willst du noch eine Herzkarte? Nee. Ich habe keine Herzkarte. Du hast keine Herzkarte. Yay! Ja, null. So. Sehr schön. Ich darf also 2 Karten ziehen. Ja. Und ab jetzt wieder anschauen und dann eine davon muss ich rauslegen. Dann gucken wir mal. Sieht ähnlich aus. Das ist nochmal Fresh Blue Kelpweed. Das ist besser als Deep Mud, weil in Deep Mud möchte ich eigentlich nicht rum. Das ist auch wieder so ein Obstacle, wo wir wieder irgendwie stecken bleiben. Ja, noch schlimmer, ich bleibe stecken, weil es wird zu mir gelegt. Ah, du bist ein Matsch. Und ich muss quasi 3-mal separat was drauflegen, weil hier steht, you can add a maximum of 1 progress on this feature. Ja, muss ich da wieder rauskämpfen. Nee, das ist doof, ja. Und das ist kein Trail, da nützt mir also auch mein Stäbchen nix. Mhm. Ja, versinkst du auch thematisch. Aber es ist ein Feature. Es ist ein Feature, ja, aber das Fresh Blue Kelpweed ist halt auch ein Feature. Ja, aber dann kriegen Lutschnels wieder Ambush, ne? Das wird ja, bis jetzt haben wir von denen noch nicht so viel gezogen, aber ja. Wir machen mal das. Das Schlimme ist, wir wissen, dass der Deep Mud kommt und dass ich ihn auch als nächstes bekommen werde, außer jemand macht nochmal diese schöne Scout-Aktion. Aber ich bin also frei und lege da mal 2 Stück drauf. So, und jetzt müssen wir die gelbe Fähigkeit austesten, aber können wir nicht, weil wir haben nur ein Feature. Genau. Aber siehst du, dann können wir vom Deep Mud könnten wir die Sachen da runternehmen oder das auf den Deep Mud schieben. Also. Wenn wir so eine gelbe Karte ziehen, ne? Ja, ja. Mhm. Was müssen wir denn da machen? Na, das wieder, du könntest es wieder runtersammeln oder musst es runtersammeln. Mhm. Zum Beispiel jetzt ein Injury von dem Ranger hätte heilen können. Was jetzt, ja, also oder von der angeknabberten Frau, die hier nicht anknabbern lassen kann. Genau, wenn die Vera mal gebissen wird von so einem Otter, dann. Kann ich das Otter jetzt auch wieder heilen, jetzt auch wenn es tot ist, oder ist es dann vorbei? Der Otter ist weg. Da habe ich leider. Den haben wir ja vielleicht auch einfach nur verscheucht. Dauerhaft, ja, genau. Verscheucht habe ich den. Ja, genau. Energisch haben wir den. Energisch verscheucht. Ja, okay. Gut, also dieses Stroll können wir ja nicht machen, weil wir keine Awareness mehr haben. Aber wir können auch bestimmt eine Karte ziehen. Wir können eine Karte ziehen. Wir können natürlich auch hier das Seegras sammeln, um da auch ein bisschen weiter vorn zu kommen. Oder wir können natürlich auch nochmal dieses, Fitness haben wir auch keine Tokens mehr. Wir können halt hier mit Ben connecten, damit er noch eine Fatigue wieder aufzieht. Vielleicht hilft das ja auch. Also was nicht verkehrt, also ja, Karte ziehen ist halt immer schon, ne? Aber ihr habt halt 7 Fatigue. Das ist alles, was quasi noch vom Deck runterkam und noch nicht. Nee, Karte ziehen wollte ich auch nicht. Ich wollte auch sagen, genau, machen Connect und Soothe Dian Fatigue, hätte ich jetzt gesagt. Achso, nee, wir können nur Dian Fatigue soothen. Ach nee, Any Ranger. Nee, vom Any Ranger. Oder wir gehen halt das Kelp sammeln, damit das halt weg ist. Bevor das wieder verschwindet und wir keine Tokens auf die Aufgabe. Stimmt, ihr habt gleich. Ja. 3 Fokus, dieses Dreiecksymbol haben wir allerdings nicht. Wir brauchen 2 Fokus. Tja, gehen wir alle 3 aus oder gehen wir nur 2 aus, Pete? Die Frage ist, was erlaubt uns noch mit einem Fokus? Mit einem Fokus könnte man Remember eine Karte ziehen, wollen wir nicht. Wir wollen ja sozusagen unser. Vielleicht sollten wir erst, weil wenn wir uns einfach nur. Wenn wir eine Karte aus der Fatigue nehmen, haben wir vielleicht mehr Möglichkeiten. Dann würde ich das zuerst machen. Also wenn wir erstmal connecten sozusagen. Ja, bloß dann kann es natürlich passieren, dass wir eine Karte aufdecken, die das wieder runternimmt. Das war ja deine. Ja, ist richtig. Dein, alles gut. Also dein anfängliches, also ja. Also, ja, dann lass die 2, dann machen wir das anders. Alles gut. Wir nehmen mal 2 und vielleicht ziehe ich jetzt einfach auch mal gut. Mhm. Mit Minus 1. Mit mir.
haben wir das schon mal nicht geschafft. Aber es geht auch nichts runter. Nee. Ja. Wir haben einfach nur zwei Tokens ins Nichts geworfen. Wir haben einfach nur, ich weiß nicht, wir können nicht mal Seegras sammeln. Das, ich würde mir schon mal Gedanken machen, wie was wird. Was sind wir für ausgetüftelte Hersteller? Ja, aber wir können ja festhalten, wir unser Team hier. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, hättest du dich jetzt erstmal entspannt mit einer Null, und wäre nichts passiert. Ja. Piet ist da der König im hätte ich es dir hinterher besser gesagt. Gut, Ben, du bist wieder dran, ja? Ich habe hier eine sehr gute Karte, die ich leider nicht ausspielen kann. Muss ich bis nächste Runde warten. Kannst du dir auch nicht irgendwas geben oder irgendwas umändern oder so mit deinem Stuff, was hier ist? Nee, ja. Nee, also was ich jetzt mal probieren würde, ist nochmal versuchen, Karten rauszuziehen. Guck mal, Ben hätte uns ja auch mal nochmal einen Müsli-Mix geben können hier. Am Anfang der Runde? Ja, haben wir vergessen. Als er noch... Kann sich auch selber geben. Frisch, fromm, fröhlich, freier, das ist eine gute Idee. Jetzt nicht mehr. Nee, ich versuch's nochmal. Ich mache nochmal einen Awareness-Check, weil wieso nicht? Ich versuche nochmal zu strollen. Zumindest eine, wenn ich plus eins ziehe, ist aber scheiße. Eine Karte ist ja der Matt. Nee, ja, vergiss es, was ich sage. Selbst wenn du plus eins ziehst, dann kriegst du den Matt Anfang nächster Runde. Ja, den Matt, den werden wir eh nicht wegkriegen, aber... Ja. Und ich habe nur ein Spirit. Nee, komm, was ich mache, dann mache ich einen Spirit Connect mit mir, um eventuell einen Fatigue zu heilen. Vielleicht kriege ich ja gute Karte raus. Du meinst jetzt die Nuller-Karte? Nee, Ben sagt jetzt einfach, er will jetzt einfach einen Token. Ah, plus eins! Ja, sehr das, gut. Es ist aber, es wird leider aber nicht besser, weil jetzt geht das Ding weg. Ja, weil es die Blaue Karte. Aber du kannst jetzt erstmal zwei Karten ziehen. Es ist insgesamt eine. Es ist insgesamt nur eine. Okay. Ja, es ist leider. Ich hätte den Connect auf Vero machen können, um quasi Fortschritt zu machen für ihre Aktion. Mit ihr so ein bisschen reden. Das ist ja auch was, was vielleicht nur. Habt ihr noch Spirit übrig? Ja, wir haben. Könnte man einfach mal ein bisschen mit Vero wegen dem Boot reden. Aber das heißt, nimm mal erstmal eine Fatigue-Karte auf, dass das nicht untergeht. Genau. Ganz wichtig. Und dann passiert natürlich jetzt hier, also Regenwetter ist zwar gerade nicht, aber wir müssen natürlich wieder. Das Remove-Token ist super, super eklig. Und dann wird schon wieder gemischt. Also dieses Mischsymbol ist dann doch relativ, ziehen wir ja relativ häufig auch. Ne? Ja, nur weil wir immer nur die guten Karten ziehen. Ja, es sind halt nur, in Anführungsstriche, nur 24 Karten und es gibt das Mischsymbol viermal. Eins, zwei, viermal, ja. Das sind wir aber wirklich gut mitziehen. So, mit ihr können wir nochmal auch reden, mit der guten Vera. Die braucht aber drei. Und Spirit haben wir nur zwei. Keine Herzkarte, aber wir können natürlich unser Tagebuch nutzen. Du kannst auch einfach nochmal die normale Aktion machen, oder? Nee, weil sie ist kein Feature. Ach so, unser Tagebuch dürfen wir. Sie ist vielleicht freundlich, aber sie ist kein Gegenstand in der Landung. Das stimmt. Das heißt, wir würden dann einfach. Jetzt machen wir dann doch die Connect-Aktion, um nochmal quasi eine Karte nachzuziehen, meinst du, Piet? Nee. Also, das war. Weil Ben meinte, man kann ja auch so einen Token auflegen. Ich weiß nicht, was die Aktion bei ihr macht. Dass du gleich drei rauf musst. Tja. Es sind drei, aber man braucht allerdings halt auch drei. Also im Grunde genommen müssen wir das nicht machen, nur wenn wir den extra Effekt haben wollen, einen Water Obstacle zu entfernen. Also jetzt quasi per se. Wir könnten auch, also wenn du deine normale Spirit Connect Aktion machst, kannst du ja auch Fortschritt equal to your effort drauf machen. Also wenn du drei hast, kannst du auch drei drauf machen. Während hier musst du ja mindestens drei machen. Also das ist wirklich nur sinnvoll, wenn du ein Water Obstacle entfernen willst. Es wäre zum Beispiel super, wenn ich im Deep Mud stecke, dann könnte ich quasi Water Obstacle. Könntet ihr mich rausziehen, indem ihr mit dem Boot vorbeikommen, mich rausholen, ja. Es ist schon sehr thematisch, ne? Also die Sachen funktionieren schon. Mhm. Ja, das ist super, vor allem, wenn man ja weiß, dass der Mud kommt, sollte man sich das vielleicht aufheben. Ja. Dann würde ich eher Karten ziehen, damit wir nächste Runde das auf jeden Fall schaffen, den irgendwie aus dem Dreck zu ziehen. Aber das schaffen wir dann wieder nicht, weil zum Karten nachziehen brauchen wir auch Spirit Token. Wir haben nur zwei. Dann ziehst du jetzt Karten nach, damit die nächste Runde ihn aus dem Dreck ziehen kann. Du meinst Karten dann dieses Remember mit Fokus, ja? Nein. Nein,
Er meinte, du machst jetzt den. Du könntest jetzt zweimal die Spirit-Aktion machen, um ja zweimal Fatigue zu soothen. Was bedeutet, du ziehst von einem 7er Fatigue-Stack halt einfach zwei Karten raus. Ja, dann könntest du nochmal eine normale Karte ziehen. Also du könntest jetzt quasi drei Karten dazu bekommen. Du meinst denn nur nächste Runde, nicht nächsten Zug, sozusagen, wenn wir dann wieder auf. Runde. Okay, ich habe nächste Runde. Das ist bei mir Karten nicht ganz, ziehen würde ich sowieso nicht mehr, weil wir so wenig haben. Ganz, nicht ganz angekommen. Gut, also dann machen wir jetzt diese Connect-Sache, ein Spirit-Token. Mhm. Und willst du nur ein oder zwei? Ich will nur ein. Nur ein, okay. Das heißt, ich will ja zwei Karten ziehen. Ja, ich weiß. Also minus eins oder keiner ist nicht. Und wir haben eine Null. Wunderbar. Das heißt, wir ziehen jetzt schon mal eine Karte. Was ist es denn? Es ist ein Moment of Inspiration. Inspiration. Da, wo wir uns befinden. Das Card in Equipment Gear to add. Damage Token to a being equal to the number of tokens on the discarded gear. Mhm. Das heißt also, du schmeißt ihm das. Dein Zeug hingegen und haust es ihm alle schicken. Genau. Verstehe. Das heißt, wenn das irgendwie drei Token hat, dann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist aber das rote Symbol triggert. Ja, siehst du. Jetzt wir wieder Fatigue. Super, dass wir die eine Karte, die wir gezogen haben. Das beschäftigt uns. Also, wir müssen festhalten, uns beschäftigt es, dass das Mädchen weg ist. Und jetzt passiert aber die rote, der rote passiert ja einiges noch. Ist er ein Active Predator? Das haben wir nicht. Es geht immer darum, wenn so Tiere in der Nähe sind, wa? Und das andere. Ist er ein Active Prey? Es gibt auch nichts, was das Seegras frisst. Okay, das passiert also auch nicht. Also war denn da eigentlich jetzt zuerst triggern? Suchen wir uns das dann aus? Oder? Es ist du. Kannst es dir, lass mal nichts falsch sagen, innerhalb eines Dings kannst du dir aussuchen, ja. Also wir könnten dann jetzt überlegen, ob er das Gras frisst oder die Frau anknabbert, wenn wir nur einen haben. Na, das eine ist ein Predator, das andere ist ein Prey. Lutschnulls sind zwar zufällig auch Predator und Prey gleichzeitig, können also gefressen werden und fressen, aber es gibt ja auch andere Tiere, die jetzt Grasfresser wären zum Beispiel. Gut, dann war das jetzt unsere Aktion hier. So ein gefühltes Nullsummenspiel, aber wir haben noch eine neue Karte immerhin jetzt auf der Hand. Ja, die selbe Symbol halt wie alle anderen auch. Genau. Ja, super. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt schon mal einen schönen Eindruck bekommen, was man jetzt so tut. Das ist natürlich alles, wie gesagt, jetzt ein reines Demospiel mit einer Demo-Mission alles noch nicht fertig, aber ich denke, man bekommt vor allem, und das war, finde ich, das Wichtigste, mal ein Gefühl, wie funktionieren denn die Sachen? Wie funktioniert diese KI? Wie funktioniert das, die Reaktion der Umwelt auf das, was wir tun? Man muss also tatsächlich auch mal überlegen, macht man eine Aktion? Weil das hat uns mehr als einmal schon geschadet, ne? Was anderes zu tun, wenn die Gefahr besteht, dass dann der Fortschritt darunter leidet. Und wir sind jetzt dann noch so ein bisschen nonchalant damit umgegangen, ne? Aber wenn wir jetzt wirklich draufgehen wollten, ich meine, wir haben drei Fortschritt, wir müssen 8 innerhalb dieser Partie schaffen, sonst ich glaube, Ben, du hast gar nicht so viel Fortschrittstoken dazu beigetragen. Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Und deswegen muss man eben schon schauen, was tut man, wie geht man voran, wie interagieren wir. Aber ich denke, man hat jetzt mal einen schönen Überblick bekommen, wie funktionieren die Tests, wie funktioniert es, wenn man eine Karte liest, wie bekommt man vielleicht ein neues Quest dazu, was kann da passieren, und bekommt einen Einblick, was einen diese Welt liefern kann. Das ist natürlich jetzt nicht. Genau. Wir hatten jetzt keine großen Tiere, die gerade momentan mehr rauskamen. Wir haben nicht gesehen, was da noch an Interaktion kommt. Aber es geht primär darum, dass man sieht, was kann das? Ist das interessant? Funktioniert das? Genau. Was ist so eine Runde Earthbound Rangers? Ja, was macht man da? Wie interagiert die Welt? Das haben wir ja gut dargestellt. Vor allen Dingen kann man ja zum Beispiel, wo man die Dame sucht, kann man ja dann wahrscheinlich in den Landschaften auch ändern und so. Was ist dann aber so am Ende, wenn wir beide exhausted sind und unsere Decks leer sind, was passiert dann? Da müssen wir einfach den Tag beenden. Wir würden also dann aufräumen. Aufräumen würde bedeuten, dass wir an unserem Campaign-Log halt schreiben, was ist passiert, wenn man durch Schaden quasi den Tag beenden muss. Dann bekommt man hier so eine, wie ich kurz zeigen kann, dann bekommt man hier so eine Lingering Injury mit rein, die tatsächlich im Stapel drin ist, um die man sich kümmern muss. Und sonst kann es halt einfach sein, dass es aufhört, weil den Leuten was passiert. Dann lese ich das und bekomme auch einen Kontext, warum der Tag zu Ende ist.
Und sonst endet ein Tag, wenn man irgendwas Besonderes gemacht hat. Also wenn ich jetzt diese Mission abgeschlossen hätte, würde es halt auch sagen, alles klar, wahrscheinlich Tag beenden, bitte hier. Mhm. Und Tag beenden heißt, ich sage aufräumen, merken, wo wir sind. Wir würden also aufschreiben, wir sind noch in White Sky oder wir sind in Lone Tree. Und das bedeutet, was man dann machen muss, um beim nächsten Mal wieder das Setup zu machen, wenn man neu loslegt. Hm. Verstehe. Genau. Was wir halt jetzt nicht gesehen haben, ist, wie man reist. Aber Reisen ist also auch nichts Besonderes. Man würde alle Karten abräumen, außer eine Karte ist persistent. Das heißt, die würde dann liegen bleiben. Das können auch Feinde sein, die liegen bleiben. Oder es kann jemand sein, der sagt, er begleitet uns, weil wir gesagt haben, wir haben ihn mal angequatscht. Und dann bleibt er da. Und dann würden wir einfach diesen Path-Stapel kurz neu vorbereiten. Das geht, es sind ja wenige Karten, das geht sehr schnell. Wir sortieren einfach die aus von dem Ort, wo wir herkamen und die normalen Karten. Und dann mischen wir schnell zusammen, wo wir hingehen. Würden wir jetzt zum Beispiel nach Lone Tree über den Waldweg gehen, dann würden wir die Lone Tree-Karten nehmen, die drei, würden alle Forest-Karten nehmen, schnell zusammen mischen, fertig. Mhm. Das so, geht also auch flott. Und dann gucken wir halt, wie es weitergeht. Coole Sache. Aber es hat, wie gesagt, es bleibt halt bestehen. Das heißt, wir notieren uns immer, wir beginnen immer eine Partie dort, wo wir halt letztes Mal aufgehört haben. Ja. Mhm. Kannst du vielleicht abschließend noch so ein bisschen was sagen? Wir hatten ja schon, also quasi jetzt nennen wir sie die Core-Box, die Anfangsbox und auch noch ein weiteres Szenario. In dieser Core-Box, wie viele Hauptmissionen oder wie viel vielleicht so angesetzte Spielzeit irgendwie drin ist? Gibt es da schon irgendwie was man dazu sagen kann? Was kann man da erwarten zu erleben in dieser Box? Das ist tatsächlich noch nicht ganz definiert. Mhm. Wir kennen momentan nur die Anzahl Karten, die halt drin sein sollen. Das wird ja auch auf der Kampagnenseite gezeigt. Und dadurch, dass der Status aber der Entwicklung und der Story, der ist bei vielleicht 20% oder so, ist das noch weder fixiert noch aus. Also das, wie gesagt, deswegen, das ist tatsächlich eine echte, wir können gleich nochmal drüber reden, eine echte Kickstarter-Kampagne, wo das Geld tatsächlich auch benötigt wird, um weiterzumachen. Aber wir können ja nur mal reden, wer da dahinter steht und warum das ziemlich spannend ist. Ja, das ist auch eine gute Überleitung. Hier an der Stelle machen wir jetzt also einen Break. Und das nächste Video handelt dann wirklich eher ein bisschen darum, ja, wie ist vielleicht die Kampagne aufgebaut, was kann man da machen, was hat es überhaupt auf sich mit diesem neuen Verlag und. Falls ihr also da Lust habt, dann jetzt mal ein bisschen abseits von den Spielmechaniken und den reinen Spielelementen noch ein bisschen euch zu informieren, schaut also auch das nächste Video dazu. Ben, danke schon nochmal an dieser Stelle. Ja, und euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Genau. Ciao. Ciao.